Wir haben heute mal wieder, wir geben wieder alles. Aufgrund der Trauer. Da wollte wieder einer die Socken ausziehen, bevor er die Schuhe ausgezogen hat, ne? Herzlich willkommen zu einem Lost Place. Kaffee magst du nicht, ne? Kaffee magst du nicht, oder? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, heißt das. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hast du das gehört in deinen Ohren? Ja, aber Kaffee ist immer gut, ne? Wir haben heute mal wieder, wir geben wieder alles. Aufgrund der Trauer. Heute, ach guck mal, hier muss ich noch ein bisschen räumen. Heute waren wir mal hier bei. Da ist ja das Problem mit der Kopfdichtung. Und da müssen wir bei. Hier steht schon mein super Stativ. Das wird uns nachher schön helfen. Dann haben wir die Tasse mal hier hin. So, und zwar müssen wir mal gucken. Ja, die Tasse, also ich muss mir erst meinen Arbeitsplatz hier aufbauen. Ja, die Teile hatte ich euch ja schon gezeigt. Und ja, da fangen wir einfach mal mit an. Das soll eigentlich jetzt fertig, damit das fertig ist. Rein theoretisch sollte ich das Wissen haben. Ich habe die Teile. Eigentlich hindert uns da nichts dran, ne? In dieser Werkstatt ist ein bisschen doof. Hier oben in der Ecke ist kein Fernseher. Muss ich mal gucken, obwohl. Ah, guck mal hier, der Winkel passt. Ich kann ihn da hinten sehen. Dann wird das hier auch nicht so langweilig. Dann kann man nebenbei noch irgendwas Schönes gucken, ne? Ja, ich werde mal ein bisschen was zum Auffangen holen, damit wir hier die Flüssigkeiten loswerden. Und dann fangen wir einfach mal an. Willst du auch mitbauen? Willst du auch mitbauen? Ja, wie fängt man an? Erstmal natürlich hier oben den Deckel ab. Da dürfte jetzt nicht mehr viel passieren, sonst hat das immer noch gezischt tatsächlich. Heute nicht mehr. Und dann großes Gefäß. Bei diesem geht es noch. Da ist hier die Schraube. Die einmal... Kann man das eigentlich so, dass man das sehen kann? Nee, kann man nicht. Da so durch. Die einmal lösen und irgendwann kommt es dann. Gefäß möglichst groß wählen, dann ist es möglichst einfach. Aber guck mal, Kühlwasser ist noch drin, also ganz schlimm war es jetzt nicht. So, jetzt kann das ja schon mal ganz in Ruhe rausrieseln, das pieselt da irgendwo raus. Egal. Während das da auspieselt, lösen wir die beiden Schrauben und die beiden Schrauben und da hinten den Krümmer. Und dann können wir nämlich den ganzen Auspuff wegnehmen. Und dann, wenn wir noch ein bisschen mehr Platz kriegen, werden wir den noch abschrauben. Die Ansaugleitung für die Luft. Also die Luft kommt ja quasi hier angesaugt, geht einmal durch den Filter, Feuchtfilter durch und geht dann hier in die Ansaugbrücke. Da ist ja die Ansaugbrücke. Ist jetzt nicht zu sehen, ist Schatten. Das nehmen wir auch weg, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. So, Platz haben wir. So langsam wird dieser Arbeitsplatz auch muggelig, ne? Ich habe mir hier oben meine Lampe angetüdelt. Das ist ja so eine Lampe, die habe ich mir ja mal für... Die kannst du hier so ausziehen. Die ist eigentlich für so Motorhauben, ne? Dann kannst du die an einem Motorhaube festmachen, wenn du am Auto schraubst. Aber die so für solche Schraubersachen nehme ich die einfach zu gerne, ne? Ist die überhaupt... Ne. Inklusive Röhre T8, 30 Watt. Also das ist noch nicht mal LED. Das ist noch good old school Lampe. Kannst sie aber so hindrehen, dass sie blendet oder nicht blendet. Tipptopp, finde ich total geil. Und dann hier, das ist geil, ne? Den Hocker habe ich da unter so die Werkzeuge. Genau passe ich, ey. Mega cool. Hier ist so wie so ein... Ich wollte erst die Haube abnehmen und dann habe ich mich auf den Hocker hier gesetzt. Und hier, ja, der ist da so und total geil, ne? Genau. Jetzt haben wir das Wichtigste eigentlich alles erledigt. Was jetzt noch muss... Die Einspritzleitungen müssen ab.
alle drei. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann ist hier Dieselrücklauf. Der muss einmal getrennt werden, aber auch nur da. Und dann müssen wir hier einmal die Leitung trennen, da vom Kühler. Ja, und dann haben wir schon alles so weg. Dann können wir anfangen, dann können wir den Deckel runternehmen. Dieses ist ja ein TC16, Terex TC16. Wie gesagt, es gibt ja noch den ONK, den wir noch nicht so viel gesehen haben. 1.17, RH1.17. Und der andere, der Orange, das ist ja ein Atlas Terex AM16R. Alle drei haben sie diesen Motor verbaut. Und bei den anderen beiden ist jeweils die Kopfdichtung schon mal gemacht worden, hier noch nicht. Dieser Motor, ja, ich weiß gar nicht, diese 0,952 Liter müsste eigentlich Hubraumangabe sein. Also es ist ein Mitsubishi Industriemotor, will ich ihn mal betiteln. Ist hier oben was zu sehen? Ja, da können wir nachher vielleicht mal gucken. Ich kann es jetzt nur für euch so zeigen. Ach, guck mal da, oh, da ist auch noch ein Aufkleber. Es ist ja ein L3E-Motor, so heißt er im Fachjargon. Immer wenn ich Ersatzteile kaufe, L3E kaufen, reinbauen, passt. Ja, gibt es eigentlich viel zu sagen. Einfach aufgebauter Motor, nicht viel Schnickschnack dran, funktioniert sehr gut. Bis jetzt wüsste ich nichts, was ich noch nicht repariert habe an so einem Motor. Ich habe schon Elemente in der Einspritzpumpe getauscht, Düsen gemacht, also eigentlich schon alles mal dran gemacht. Da ist kein Geheimnis bei. Ich sag mal, solange die Kolben da irgendwie rauf und runter gehen und nicht irgendwie im Arsch sind, ist das überhaupt kein Problem. Ist der wartungsfreundlich, sag ich mal. Ne? Genau, wie gesagt, jetzt muss nur noch die Wasserleitung ab. Dann nehmen wir hier einmal den Schlauch ab und dann nehmen wir die Einspritzleitung ab. Dann können wir den Deckel runternehmen und dann sehen wir schon die Zylinderkopfschrauben, die können wir dann als nächstes lösen. So, die ganzen Komponenten sind gelöst. Was hatte ich gesagt? Also den Flansch, ne? Und dann die Rücklaufleitung. Das hat ein bisschen Malheur gegeben, ist nicht schlimm. Ich hatte mal wieder gedacht, aber Leute, das hier ist so eine Zange. Für diese Leitung ist sie nicht gedacht. Ich muss mal gucken, das gibt da auch so Klammern. Ein Stück U-Eisen oder das ist gewinkelt. Also im U kantig gewinkelt, rauf, 90 Grad Winkel, wieder runter und damit so Schräubchen. Die können, glaube ich, mehr. Du musst da bei so einem alten Schlauch musst du mehr Druck ausüben. Ich habe hier jetzt so einen Körner reingeballert, hätte ich mal gesagt, so einen Durchschlag reingemacht. Geht auch. Einspritzleitung einmal ab. Einspritzleitung, wen das interessiert, drei Zylinder, drei Einspritzleitungen, sehen alle drei komisch aus. Jeder wird sagen, wieso, das fängt doch da an, mach eine Leitung nach da, von da, mach eine Leitung nach da und von da, mach eine Leitung nach da. Ja, haben sie auch gemacht. Zur Erklärung, diese drei Leitungen, wenn du die jetzt gerade biegst, dann will ich nicht beschwören, dass sie absolut gleich lang sind, aber annähernd gleich lang. Es geht einfach darum, dass der Weg der gleiche ist, damit quasi wie willst du das sagen, damit das synchron ist. Wenn du jetzt kürzere Leitungen hast, ist der Diesel ja schneller da. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist es dann einfacher, wenn die Dieselleitungen gleich lang sind, das synchron hinzukriegen. Ne? Genau kenne ich mich da nicht aus, also das ist meine Erklärung dazu. Ne? Die Wege zu den einzelnen Zylindern sind dann immer gleich lang, der Hub ist ja immer der gleiche und rein theoretisch ist ja die Menge an Diesel, die da hinkommt, auch immer die gleiche. Und ob der Weg jetzt kürzer oder länger ist, ist immer die gleiche Menge. Aber das, irgendwas hat das zu sagen. Also das ist auch bei anderen, ne? Bei Autos und bei allen möglichen, die Einspritzleitungen sind immer gleich. Das hat irgendwas mit Synchronität zu tun oder so, glaube ich. Aber ihr könnt mich ja gerne informieren, wie das genau heißt. Das muss ja irgendein Verfahrensnamen will ich es mal nicht nennen, aber es muss ja irgendeine Bezeichnung haben, warum diese Leitungen gleich lang sind. Ne? Ich weiß nur, dass sie gleich lang sind, damit es eben gleich ist.
Ne? Dann ist jeder Zylinder gleich befeuert. So, also was ich noch abgenommen habe hier oben, das ist Plus für die Vorglüheinrichtung. Hier unter sind die Glühkerzen. Die werden wir uns dann nochmal angucken. Wenn der Kopf ausgebaut ist, dann werden wir die sehen. Jetzt nehmen wir den Deckel ab und wenn der Deckel ab ist, dann können wir anfangen, hier die Zylinderkopfschrauben zu machen. 4 Stück sehen wir hier und 4 Stück sehen wir auf der anderen Seite. Eine Schwierigkeit ist nachher noch, hier ist quasi ein Anschlussstück für die Heizung. Das hier ist, hier kann man auf Sommer- und Winterbetrieb umschalten, da kann man quasi die Heizung ausmachen. Quasi hier sind ja die Schläuche, die gehen unter die Kabine und da ist dann nochmal der Lüfter mit dem Heizer sozusagen. Da ist ja nochmal so ein, im Grunde genommen so ein Kühler. Und der ist da mit dem Rohr verbunden. Und dieses Rohr und der Zylinderkopf, die bilden so eine Einheit. Ne? Also das stimmt nicht ganz. Hier ist die Wasserpumpe, da ist die Wasserpumpe und da ist das Thermostatventil und dazwischen wird das abgegriffen. Und die sind ineinander gesteckt. Dieses Rohr kann auch gerne mal gammelig sein. Und wenn man jetzt den Kopf runternimmt, dann muss man da quasi das Ganze trennen. Das ist nochmal so eine hakelige Stelle. Ne? Gut, wir werden jetzt die Kopfschrauben lösen. Oh Mann, meine Pröppel gehen ab. Die Kopfschrauben lösen und dann den Kopf runternehmen. So, was ich irgendwie vergessen habe, weiß auch nicht wieso, keine Ahnung. Bevor ich den Kopf runternehmen kann, muss ich tatsächlich erstmal ja die ganze Geschichte mit dem Ventiltrieb hier oben runternehmen. Das heißt, ich habe hier jeweils immer Einlass- und Auslassventil. Einlassventil, Auslassventil. Ich muss jetzt lügen, kann ich jetzt so nicht sehen, welches ist, aber ich glaube, das ist Auslass, Einlass. Auslass, Einlass, Auslass, Einlass. Genau. Den Trieb muss ich erstmal runternehmen. Sonst komme ich gar nicht. Das ist alles völliger Quatsch. Auf der anderen Seite hier hinten sehen wir nachher gleich, sind die Stößel. Die müssen nämlich auch erst raus. Das hatte ich ja vollkommen verpeilt. Genau, das zuerst. Und dann können wir erst die Kopfschrauben lösen. Da wollte wieder einer die Socken ausziehen, bevor er die Schuhe ausgezogen hat, ne? Geht ja nicht. So, wenn ich mich richtig entsinne, das ist auch mal alles so lange her. Kann ich den ganzen Kram, Schrauben sind alle ab, kann ich den ganzen Kram in Einzelnen hier runternehmen. So sieht das nämlich aus. Jetzt können wir die hier einzeln rausnehmen. So, dann können wir hier noch den Stecker abziehen für den Thermostaten. Und jetzt können wir die Kopfschrauben lösen. Ja, meine vergessliche Ader hat mir gesagt, hier hinten ist noch ein Halter für die Lichtmaschine, der muss noch weg. Wir gucken mal, ob noch so irgendwas kommt, was weg muss. Ja, ich bin Laie, ne? Autodidakt. Ich bin kein Mechaniker. Ich habe nie irgendwie Landmaschinenmechaniker gelernt oder Automechaniker oder sonst was. Ich mache solche Dinge immer nach bestem Wissen und Gewissen. Wer auch so arbeiten will wie ich, der guckt das einfach ab und macht das nach. Aber auch der muss dann damit leben, dass da Fehler passieren, ne? Nicht vergessen. Ich bin nicht perfekt. Übrigens, Fehler. Wir gehen nachher nochmal zu einer Maschine. Da will ich auch nochmal was zeigen. Da bin ich auch schon wieder bis dato 2 von euch sehr dankbar. Ja, wir müssen hier die zweite Leitung nochmal lösen.
So, der Kopf ist runter. Da hinten könnt ihr nochmal... Hm, na, da hinten kann man nochmal sehen, hier, das war noch der Halter von der Lichtmaschine, der noch weg musste. Einfach nur mit zwei Schrauben. Hier kann man jetzt den Flansch sehen. Hm, zu viel Licht ist auch nicht gut, ne? Hier kann man jetzt den Flansch sehen, den ich meine, der gerne mal vergammelt. Das sieht aber alles noch sehr gut aus. Das Schlimmste ist nur, ich glaube, ich habe da keinen O-Ring für. Aber ich muss mal gucken. Das muss ich noch in meiner Ersatzteilliste nachgucken. Weil das wäre Sünde, das zusammenzubauen ohne die O-Ringe. Ja, hier sieht man das Ganze jetzt. Ich meine, gut, die Zylinderkopfdichtung kann man nun eindeutig sehen. Die hat ihr Leben gelebt, ne? Hier ist sie. Hier ist der Kanal. Und dann haben wir irgendwas zum im Wasser rumpitschern. Ein Zeigestock sozusagen. Vorsicht, ihr werdet ein bisschen seekrank. So, das hier sind die, hier sind ja die Zylinderräume. 1, 2, 3, die drei Zylinder. Dieses hier ist ein Kühlwasserkanal. Ich da jetzt reinkomme. Da ist kein Kühlwasserkanal. Doch, irgendwo ist da einer. Rein theoretisch müsste da einer sein. Aber auf jeden Fall, da ist einer, ne? Und da ist wieder einer. So, das sind die Kühlwasserkanäle. Und, ja, an der Stelle ist noch nicht mal einer. Also, weil ja auch, hier ist ja keiner, da ist auch keiner. Also, da ist keiner, aber an der Stelle ist die Dichtung, kann man so ein bisschen sehen. Es ist auch witzig, die Dichtung ist hier hinten ziemlich platt. Hier auch. Das Wasser ist dann hier an lang und dann an der Stelle raus. Ne? Beziehungsweise, das stimmt ja auch wieder nicht. Da sieht es auch ganz gut aus. Das Wasser ist ja an dieser Stelle raus. Das ist die Stelle, die man sehen konnte hier immer. Ja. Kopfdichtung. Also, nichts Wildes. Keine Ahnung. Ein bisschen mit Kameraposition suchen und allen drum und dran. Vielleicht eine Stunde oder so. Länger hat es nicht gedauert. Genau. Jetzt ist, es ist ja auch eigentlich nicht übermäßig. Jetzt muss die natürlich runter hier, die Kopfdichtung. Dann möglichst so, dass, ja, guck mal hier, das ist richtig Fratze, ne? Die ist richtig schön durch mit der Bereifung. Die müssen wir ganz vorsichtig abmachen. Nicht, dass uns, aber das ist ja, vorsichtig abmachen ist immer so eine Sache. Hier hinten klebt sie auch richtig gut fest. So, zack. Da sieht man das ganze Ausmaß. Hier sieht man eben an dieser Stelle, das ist die, wo es eben nicht mehr schön war, ne? An der Stelle. Mich stört so ein bisschen, dass die hier überall so platt gewöldert ist. Da, hier hinten. Als wenn die zu fest angezogen wurde. Das weiß ja auch keiner, ob da schon mal irgendeiner die Kopfdichtung getauscht hat. Das kann ich ja auch nicht sagen. Ich stecke in der Historie von dem Bagger nicht drin, ne? Keine Ahnung. Ist auch nicht weiter wild. Entscheidend ist, dass das hier zum Brennraum nichts los war. Ne? Achso, hier kann ich euch auch zeigen. Hier habe ich das so aufgereiht. Gut, da ist der Deckel. Aber hier ist das ganze Graffel für die Ventile. Da sind immer jeweils die Stößel, wo sie auch wirklich waren. Oben ist oben, wo sie angesetzt waren am Kipphebel. Und unten kommen sie von der Nockenwelle da. Und hier liegen auch die Schrauben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 vom Kopf. Ne? Also das immer so ein bisschen, damit auch alle Schrauben wieder dahin kommen, wo sie herkamen. Ja, das sieht aber ansonsten alles gut aus. Wir werden das hier jetzt mal ordentlich ein bisschen sauber machen. Die Kanäle verschließen, dass da kein Dreck reinfällt. In die Kolbenräume mache ich Lappen rein. Ne? Hier so ein Lappen, der kommt dann nachher rein. Damit da kein Dreck reinkommt. Hier kann man auch nochmal schlecht zu sehen, aber fühlen kann man das, ob hier Verschleiß ist. Da merkt man sonst, ob hier oben so eine Riefe ist. Da ist aber nichts zu merken. Das passt. Wenn man da jetzt nochmal reinleuchtet, kann man nochmal gucken, ob dieser sogenannte Kreuzschliff noch da ist. Habe ich eigentlich schon wieder, ja, ich bin schon wieder hier. Indianer! Oh, meine Frau sagt mir wieder, ich war wieder sonst wo. Naja. Auf jeden Fall, so ein bisschen kann ich es im Licht schon sehen, dass da noch ein Kreuzschliff so ein bisschen zu sehen ist. Also auch alles gut.
Öl haben die Bagger auch nicht gebraucht. Also ich habe noch nie einen Bagger gehabt, der jetzt, also man kippt mal einen Schluck Öl nach, aber ich mache ja so alle 200, 250 Stunden, je nachdem, wie ich schaffe, Ölwechsel. Und eigentlich ist es dann von Maximum gerade mal so auf Minimum runter. Ne? Also wirklich nachkippen tue ich nicht. Genau. Das wird sauber gemacht. Genau. Und dann haben wir ja noch die Gegenseite. So sieht denn der Zylinderkopf aus. Wir haben ja das neu, also das haben wir da. Das machen wir neu. Wir haben den Thermostaten, den Anzeiger neu, den machen wir auch neu. Wenn wir das da haben, machen wir das neu. Ne? Da will ich nicht irgendwie noch lange rumbleiern. Ne? Das muss natürlich alles sauber gemacht werden, das ist klar. Ansaugkrümmerdichtung brauchen wir nicht neu, die, weil wir das ja nicht abnehmen. Genauso die Abgaskrümmerdichtung, das ist alles dicht, die braucht auch nicht neu. So, jetzt drehen wir mal. So, so sieht der Kopf von der anderen Seite aus. An sich auch nichts zu merken. Wir werden das alles schön sauber machen. Was eben zu sehen ist, es ist bei allen dreien so, ne? Hier ist so ein bisschen, das ist ein bisschen, also die Zylinderkopfdichtung ist hier an den drei Punkten am meisten beansprucht gewesen. Keiner weiß genau warum. Was man jetzt noch sehen kann, von oben steckt. Tja, wie soll ich es euch zeigen, ne? Wenn ich es könnte. Ich dachte, ich kann sie sehen, die Glühkerzen. Das ist sozusagen ein Vorkammerglüher. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Er glüht in der Vorkammer. Die Glühkerze reicht nicht hier in den Brennraum rein, sondern die ist von da so. Also die ist nicht direkt im Brennraum, sondern davor. Genau, aber ansonsten sieht das hier alles sauber und ordentlich aus. Gleichmäßig. Also von daher habe ich da keine Bedenken, das so wieder zusammenzuschrauben. Wir werden das sauber machen und dann werden wir mal mit dem H-Lineal nochmal raufgehen und nochmal gucken, ob der Kopf irgendwie verzogen ist oder so. Ne? Das kann man nochmal prüfen, aber in der Regel bei diesen Köpfen habe ich das noch nie gehabt. Also ich habe da, weil ich muss ja fairerweise sagen, die Kopfdichtung kostet nicht viel. Und ich meine, ich kann das mal nachgucken, aber ich meine irgendwie 64 Euro der ganze Satz. Für das Geld kannst du das mal auseinanderschrauben. Ne? Nichtsdestotrotz, einen verzogenen Kopf würde man ja auch nicht wieder zusammenschrauben. Aber es ist ja so, dass die Kopfdichtung nach außen undicht geworden ist und nicht irgendwie, weil sie einfach Fratze war. Ne? Wenn man sich die Kopfdichtung anguckt, wo haben wir das olle Ding hingeschmissen hier. Die hat dann einfach ihr Leben gelebt. Ne? So ein Dreizylinder ist kein 6 oder 8 oder 10 Zylinder, der 100 Jahre hält. Ne? Das ist einfach so. Ich habe das zumindest noch nicht erlebt, dass ich einen Dreizylinder irgendwie, dass der 10.000 Stunden macht, ohne dass du da irgendwie irgendwo bei musstest. Ne? Kenne ich nicht. Die Dinger sind wartungsfreundlich in meinen Augen und deswegen habe ich da auch kein Problem mit. Die Teile sind erschwinglich, das neu zu machen. Ne? Genau, wir gucken mal, dass wir das sauber kriegen und dann sollten wir da auf dem richtigen Weg sein. Das hier übrigens mal eine Batterie zum Saubermachen, der für hartnäckigere Fälle. Und Schaber, Spachtel. Und dann hier mit Rasierklingen mäßig für die feineren Geschichten hier. Damit wir möglichst das ganze Gefüge nicht beschädigen. Ne? Wir wollen ja hier die Dichtung runternehmen, aber ja nicht das Metall darunter irgendwie ankratzen oder wie auch immer. Was ich noch sagen wollte, wie gesagt, das Wasser ist nur nach draußen ausgedrungen. Ne? Von hier aus hat sich den Weg darüber gebahnt und dann nach außen weg. Das heißt also, es ist kein Wasser in den Brennraum gelangt oder so. Es war irgendwie nie tödlich für den Motor. Ne? Ich habe bei diesem Bagger immer schon mal einen Schluck Wasser nachgekippt. Da fehlt ja aber schon mal ein Schluck. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt. Ich dachte, ich rette den bis zum Winter. Aber ja, wenn nicht ist, dann ist nicht. Und jetzt, ich habe es ja so weit gerettet, dass Maisfahren zu Ende ist und Bestellungen und all so ein Kram. Deswegen ist das jetzt nicht schlimm, hier auf dem Abend sich da immer mal ein bisschen hinzusetzen, das fertig zu machen. Dann schrauben wir den wieder zusammen. Haben wir wieder einen guten Bagger, ne? Genau, ich werde jetzt hier den Kratzer machen und dann werden wir danach, ich denke mal, im Teilewäscher das Ganze nochmal sauber machen und dann müssen wir einmal rüber mit Messtechnik und dann denke ich mal, dann sind wir eigentlich schon
Wenn dann alles im Lot ist, kommt es wieder zusammen. Na, ich will da reinkriechen. Aber es sieht ja auch gut aus mit deinem Hocker. Du, das läuft für die Feuerwehr. Wenn ich mal ein Werkzeug brauche. Oh nein, ist jetzt verkehrt rum. Hol ich es mir hinten am Arsch weg. Der Hocker ist verkehrt. Da hast du einen neuen Akku? Ja, ich habe einen neuen Akku. War leer, ne? 16% war für mich noch nicht leer. Ah, die GoPro hat das aber anders gesehen. Wir haben jetzt 100%. 100% ist immer gut. Wir geben ja auch wieder 100%, ne? Was macht ihr da? Also der Hund? Hallo? Der hat irgendwas geholt. Du hast was mitgenommen. Komm mal wieder hierher. Komm her. Weg ist sie. Das Papier möchte sie nicht wiedergeben. Scheint irgendwas Wichtiges gewesen zu sein. Ich glaube, dann wird Ölpapier. Ich hatte Ölpapier? Was ist denn Ölpapier? Was ist Ölpapier? Du? Was hast du denn für Ölpapier gehabt da? Hol mal her. Du hast doch hier, irgendwie hast du Ölpapier da gehabt. War Öl auf so einem Papier, also getunkt. Irgendwie war das. Öl auf so einem Papier? Ach so. Ich hatte vorhin die Wanne, wo das Kühlwasser drin ist, da war noch ein Schluck Öl drin. Habe ich ausgewischt mit Papier und habe dann das. Wo ist er damit hingelaufen, der Hund? Ich hoffe nicht auf irgendeinen Teppich, weil dann ist da echtes Öl. Echt. Echt, echtes Öl. Ist nicht schön. Ich glaube, in das mittlere Badezimmer. El Clasico. Ja, also ich bin hier ziemlich durch. Ich habe hier erst mit meinem... Ups. Oh, hier ist schon wieder hochgekommen. Mit meinem Superschaber... gedingst. Ja. Runtergeholt. Und jetzt habe ich hier nochmal 400er Schleifi. Und mach nochmal die letzten Reste hier vom Kleber weg. Und dann ist das hier alles wieder schier. Und wenn das schier ist... Was steckt da denn drin? Wo steckt was drin? Da steckt ein Durchschläger drin. Ein Durchschläger steckt hier und ein Durchschläger steckt hier. Aha. Ja, das ist alles special hier. Wir machen nur gute Sachen. Ja, dann müssen überall wieder meine ganzen Papierschnipsel raus, die ich überall reingestöpselt habe. Und dann können wir wieder zusammenbauen. Mhm, ist wirklich überall was drin. Ja. Sehr schön. Ja. Alles wird gut. Wir wissen nur noch nicht wann. Heute Abend nicht mehr, ne? Wir machen morgen weiter. Mhm. Ich hab nach dem Frühstücken. Dreckige Finger. Ach, schön. Es ist kein Ölpapier. Das Papier von den Apfelchips. Das war das Papier von den Apfelchips. Ja, hast du fein gefunden. Die haben Härchen gut geschmeckt. Jo, läuft. Dir auch? Also das Papier? Hm? Das ist ein Leuchthalsband, ne? LVW. Herzlich willkommen zu einem Lost Place. Ach, du hast doch immer Ideen. Wir sind auf der Suche nach einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Gehört? Yes, sir. Da lang, da wohnen wir. Na? Der einzige Adi ist nicht zu Hause. Da liegt ein Regenwurm. Ja sicher, ein, das ist hier, das ist landwirtschaftlicher Boden hier. Der sieht aber nicht mehr so lebendig aus. Wie heißt denn das? Ich muss mich mal hinsetzen. Ein Stich, ein Wurm. Guck mal hier.
Oh, der ist auch runtergefallen. Ja, da liegt noch einer. Guck, da. Ja, sehe. Aber der da unten, meinst du, der lebt noch? Der da unten? Ja. Hier ist auch noch einer. Nee, der lebt natürlich nicht mehr. So. Ich guck mal rein in die Höhle der Löwen. Sieht mal wie natt. Das Geilste an dem Ding ist hier. Warte mal. Da. Das Geilste an dem Ding finde ich ja, klappst du auf und dann hast du hier oben erstmal so einen Scheibenwischer. Ah, warte mal, das ist nicht so doll. So, hast du hier erstmal so einen Scheibenwischer. Was darf ich jetzt eintragen? 110,8. Komma wollen sie gar nicht haben, ne? 110 Kubikmeter. Ja, was machen wir hier? Wasser ablesen. Warum lesen wir hier Wasser ab? Weil wir es können. Ah, weil hier ist die Grundstücksgrenze da. Und da ist unser Haus. Da. Und das wären 100 Meter Wasserleitung und die hätten 5000 Euro gekostet. Die haben wir uns gespart, indem wir hier einen Schacht gemacht haben und die Uhr da reingemacht haben. Also müssen wir einmal im Jahr, Vorsicht, das Wasser hier unten ablesen. Hä? Wo ist der Mann hin? Was ist denn nun passiert? Ich kann den Deckel nicht oben machen, dann habe ich da Erde raufgebollert. Du wolltest doch nur noch mal runter. Ich wollte nur noch mal gucken, ob da noch ein geheimer weiterer Gang ist. So, damit keiner unser Geheimnis entdeckt. Nee, das hättest du mal schön lassen können. Ich muss es ja noch weghaken. So. Den Lost Place hast du wieder hergestellt. Bis nächstes Jahr. Ach ja. Irgendwann wird hier bald aufgeräumt. Bald. Hier, ich bin ja nicht allwissend. Ist hier eigentlich die Verkaufsfirma. Ich habe den Aufkleber, glaube ich, mal seinerzeit abgemacht, weil beim Verkauf war das schon so scheiße mit diesem Steierhändler und jetzt ist das auch irgendwie, ja. Interessant, weil ich habe diesen Mulcher gekauft, da waren die Schlägel schlecht. Dann haben sie alle Schlägel neu gemacht, wir haben die Welle laufen lassen ohne Schlägel, da lief sie ganz ruhig. Dann habe ich ihn abgeholt, neue Schlägel drauf und er lief schön ruhig und wunderbar. Also das hat funktioniert. Alles andere, was wir abgekakelt hatten vorher, hatte ich schon mal in einem Video erzählt, war ja dann, als das auf den Zettel geschrieben wurde, vergessen. Also kein würdiger Verhandlungspartner, soll also weiter seine Quadrax verkaufen, anstatt andere Leute zu belästigen. Auf jeden Fall haben die nämlich die Schlägel neu gemacht. Ist ja eine Fachfirma, da denkst du dir ja nichts bei. Und dann machen die Schlägel neu. Und dann haben sie alle Schlägel neu gemacht und das ist ja auch in Ordnung. Und dann haben sie die angeschraubt. Und dann haben sie die so angeschraubt, dass quasi das Eisen hier im Rücken ist. Da habe ich mir weiter nichts bei gedacht erstmal. Vorne haben wir ja den schweren Schlägel, der ist ja freischwingend. Und ich weiß, dass es auch welche gibt, die haben dieses hier schon mal weggepustet, dass auch der hier freischwingend ist. Jetzt habe ich ganz viele angeschrieben. Wie gesagt, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Der Schlägel ist falsch montiert. Normalerweise gehört der Schlägel da durch und dann gehört dieses Rundeisen nicht dahinter, sondern davor. Habe ich nicht gewusst. Also vielen, vielen lieben Dank für euren Tipp. Macht ja auch viel mehr Sinn. Man kann das, ja, hier unten sind schwer welche zu sehen, die sind alle noch ganz gut, die überstrecken sich hier, dieser hier zum Beispiel, da kann man das vielleicht so ein bisschen sehen, der ist normalerweise hier oben relativ gerade, also hier kann man den sehen, hier ist so leicht, ne, hier kann man das sehen, der ist so, das kann man das einigermaßen erkennen, ja. Der ist so leicht gebogen und dieser hier, der ist schon so richtig schön gebogen, weil sie nämlich mit dem Rücken an diesem Eisen sind. Und normalerweise müssten sie auf der anderen Seite sein, davor. Ich habe mir jetzt überlegt, wir kaufen einen kompletten Satz neue Schläge und bauen die natürlich richtig an. Und dann haben wir die anderen in Reserve und dann ist das gut. Weil diese überstreckten hier, das ist ja auch Kacke denn. Das macht ja wenig Sinn. Und dann investieren wir eben einmal in die Schläge und dann ist das gut. Also, vielen, vielen Dank für euren Tipp. Wir drehen uns im Kreis. Wir müssen was tun. Der Plan ist, das muss alles raus. Und da hinten, wo der Kramer steht und Co.,
Ja, ja. Da ist noch kein Beton gemacht. Und da müssen wir jetzt mal eben kurz Beton machen. Damit wir die Mulcher da vernünftig wieder reinparken können. Weil da sollen auch noch so Regale an die Wand, wo ich noch so Holz und was ich habe, so einlagern möchte. Das liegt nämlich noch draußen um die Ecke. Das ist schlecht. Und das ist nicht schön, wenn das da liegt. Das wird nass und da sind die Mieken und Macken drin und all so Scheiß. Das kann keiner gebrauchen. Deswegen, ja, alles raus. Dann haben wir den Zaun auch mal wieder angepasst. Angepasst haben wir ihn dann schon mal wieder. Aber es ist ja November. Ist ja November. Es wurde mir versprochen, im November wird der Zaun gemacht. Genau, aber ich kann erst die Mulche abbauen, wenn ich sie sauber gemacht habe. Und dann müssen sie auch gleich dahin, weil sonst wir fahren uns sonst dicht. Ne? Aber egal, wir fangen an. Alles muss raus. Machst du das doch richtig rum mit Minus und Plus, nicht, dass es da knallt und explodiert. Ja, dann schaltest du ja wieder an. Ah, nee, du hast es schon angeschaltet. Die Kamera ist an, wenn es explodiert. Da muss nur guter Kontakt sein, der Rest ist egal. So, Gang ist raus. Leuchten tut auch schon was. Jetzt warten wir noch, bis der Salzstreuer, bis der Salzstreuer was kann. Und du? Was treibst du so? Ups. Jetzt wird es wieder da oben drauf gelegt. Nee, es ist runtergefallen. Das macht der Salzstreuer. Los. Auch der Ball liegt unter dir. Fängt an. So. Scheiße, der Ausmacher. Der Ausmacher war nicht drin. Ah. Jawohl, abmachen. Sehr gut. So, auf eins kannst du dich verlassen. Das ist alter Deutz. Das geht immer. Ah. Irgendwann kriegt ihr auch noch mal ein bisschen Liebe, ne? Bisschen eng hier, aber geht. Fegen eben gestöhnt? Nimm mal die Mütze ab, dann wird der Helm auch entlüftet da oben. Du bist meine Knackbagger, du. So. Ja, hier ist ja unsere... Ach, hier sollen ja eigentlich die Mulcher wieder rein. Und hier diese... Hier auf dem Anhänger liegt alles. Davon haben wir 3 Stück. Da soll dann unser Holz, unseren Kram drauf sortiert werden. Die sollen... Stehen doch hier an der Seite, da. Da stehen 2 und da liegt einer. Die sollen da ran, damit wir da quasi... Da waren sie vorher auch dran. Nee, ja, aber weiter darüber, glaube ich. Naja, das Carport war ja nicht so. Hier der erste. 1, 2, 3. Und dann können wir da unser ganzes so wie das Holz und so können wir dann drauf lagern. Das Carport war ja nicht so groß vorher. Das war ja nur bis zur Tür. Genau. Aber dafür muss die letzte Fläche hier noch betoniert werden. Wir haben vor 2 Jahren schon mal das hier betoniert. Hier ist sogar ein Tiger rübergelaufen. Wir haben gar keinen Tiger. Aber zu der Zeit hatten wir keinen Hund. Genau. Da gab es hier mehr Tiger. Das Schönste an der ganzen Sache ist halt dies hier. Da hat es das letzte Mal schon Probleme. Flex, einschneiden und dann wegklappen. Ist die einzige Chance. Wer hat denn hier gefegt? Hier ist ja gar nicht fertig gefegt. Aber was, ich hab da gefegt. Du hast hier gewählt, ja, sieht man. Ja, Grenze. Sieht man. Ja, fege ich gleich nochmal weg. Ja, ich werde mir das wohl mit der Motorflex hier ein bisschen einschneiden. Weil so eine Berge hier, die wollen wir nicht haben. Das ist gut. Das Fundament.
fängt es da an. Also nur von da bis da. Also nur 1, 2, 2,25 Meter. Ja. Einschneiden, wegkloppen. Total die gute Aufgabe. Du bist ja jetzt schon fertig. Halt mega. Ich hab Rücken. Ja, ist vielleicht auch keine gute Aufgabe, Schnee. Wolltest du die aufsetzen, die Kopfhörer? Wolltest du die aufsetzen? Welche Musik hörst du denn? Hä? Welche Musik du hörst? Hier irgendwas mit Hammer. Ist da Sprit drin? Rein, quasi weg. Ich hätte hier vielleicht noch mal schneiden können. Aber so gehen die Brocken ganz gut raus. Da braucht man nur eine dünne Schicht drauf. Ne? Das ist nur so. Hier wird ja auch nicht wirklich gefahren. Das ist jetzt so eine Sauberkeitsschicht, die wir hier rüber machen. Und dann ist das gut. Aber so wie du da arbeitest, das ist noch nicht effektiv. Ich zeige dir gleich mal, wie es cooler ist. Wieso? So kann man arbeiten, das ist nicht so effektiv. Aber wir gucken erstmal mal. Ja, es ist. Also mir ist jetzt warm. Und ich habe nur geschnitten und die Flex hat gearbeitet. Aber egal. Das kloppen wir jetzt raus, dann wird das hier sauber gemacht, abgerüttelt. Zementi rein. Fertig. Bin ich meinem Schatten voraus, wa? Genau, hier haben wir das jetzt alles ausgearbeitet. Hier kann man noch mal sehen, ne? Das war dieser Unterbeton, den sie früher gemacht haben. Hier war so ein fettes Fundament. Da ist schon das Fundament, was ich gemacht habe. Und dazwischen ist schön versandet alles. Das ist alles schier. Wir werden jetzt Mischung machen, die da reinmachen. Hier habe ich das ja schon mal, das Ganze ja schon mal gemacht. Das ist eben 2 Jahre her ungefähr. Da fehlt ja auch das hintere Ende, weil eben das Gebäude damals war hier zu Ende.
Und dementsprechend war hier natürlich auch die Betonplatte zu Ende, ne? So, und den Rest, der musste halt verfüllt werden. Das machen wir hier jetzt auch. Da kommt jetzt hier schön Mischung rein. Wird das ein bisschen abgezogen. Dann warten wir 2 Tage. Dann lagern wir die Regale an der Wand. Dann lagern wir unser Holz da ein. Dann waschen wir die Mulcher. Ölen die ein. Stellen die hier hin. Puh, und dann haben wir wieder ein Stück fertig, ne? Die stehen ja jetzt da drüben quasi. Klar, große Werkstatt, kleine Werkstatt und dann ist da ja quasi Halle. Und wenn du den Trecker mit beiden Mulchern da drinnen stehen hast, dann ist quasi schon fast voll. Ne? Also da ist nicht mehr viel Platz. Und wenn ich dann nachher die Mulcher abhab, kann ich nämlich 2 Trecker nebeneinander, also den, was weiß ich, denke mal 818 oder den Zylon und daneben den 106er, der ja immer noch unterwegs ist. Weil einige fragen, oh, wo ist der 106er? Er ist unterwegs, hier schon seit, weiß ich nicht, 6 Wochen habe ich den, glaube ich, schon nicht mehr gesehen. Ich habe das schon mal irgendwo, habe ich das im Livestream gesagt oder schon mal in einem Video, keine Ahnung. Also mein Onkel hat ihn mal gesehen, also der ist nur 2 Kilometer entfernt, aber der steht da warm und trocken und tipptopp, das passt mir sehr gut. Der ist nicht da, kann ich hier in Ruhe machen und tun. Ne? Genau, wir werden das da reinarbeiten, fertig. Und dann ist noch mein Graus. Irgendwann muss ich noch mal mich mit Hörmann auseinandersetzen, also ich mich mit der Bedienungsanleitung. Und dann müssen wir mal gucken, dann ist ja hier der Drücker. Der ist aber einfach. Und dann dieser ganze Kram hier. Und dann dieser ganze Kram, das muss ja noch mal ordentlich gemacht werden. Denn einen zweiten Winter, wo das Tor drin ist und das nicht gängig ist, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Muss ich mich selber aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich dachte, es ist zusammenstecken und zack, fährt das Tor rauf und runter, ne? Ja, da habe ich aber falsch gedacht. Hörmann hat sich da was anderes überlegt. Keine Ahnung. Da oben ist ja auch noch für diese, da ist ja quasi noch so ein Modul wegen der Schiene. Da ist ja quasi so ein Notstopp, nicht, dass einer unterkommt und das Tor ihn platt macht, dann fährt das Tor ja wieder hoch. Ja, muss ich alles nochmal irgendwie zusammenbasteln. Aber das soll nochmal, damit hier nämlich im Winter zu ist, dann können wir nämlich auch, das sind immer so Bausteine, ne? Dann, wenn das fertig ist, dann sind wir in der Lage, hier weiter aufzuräumen und dann sollen nämlich die Rüttelplatten da unter, weil dann ist hier ja eben zu. Jetzt sind hier so Sachen drin, keine Ahnung, so ein Reifen rollt hier keiner weg. Ne? Und die Autos sind abgeschlossen und die Bagger und so, da hast du keine Chance. So, dann nimmt das nimmt auch keiner weg. So. Aber wenn du eine Rüttelplatte hier hinstellst, die nimmst du und rollst du mal eben kurz hier raus. Ne? So, will ja keiner. Deswegen muss das zu. Man will das auch zu haben. Ich meine, da ist Norden. Von da kommt nicht wirklich Feuchtigkeit oder so. Aber trotzdem, man möchte das ja gerne. Man hat das so gebaut, dass das hier jetzt nachher rauf und runter fährt. Alle kriegen Drücker und dann ist die Sache erledigt. Ne? Muss man halt machen. So. Hier das nächste Ding der Unmöglichkeit. Ich will Beton mischen. Denken Sie mal, wo ist denn eigentlich der Dauerleihgabe-Betonmischer von Fadi? Da hat er den zu sich nach Hause geholt. Was für eine Frechheit, ne? Jetzt muss ich den erstmal hier mit so einem Klaufix, ich nenne ihn liebevoll Klaufix, erstmal schnell diesen Betonmischer holen. Aber jetzt ist er da. Und dann können wir jetzt den abladen. Puh, und dann können wir endlich Beton mischen, wenn Katharina dann aus dem Stall wieder zurück ist. Oh, das sind aber auch alles verwirrende Geschichten, ne? Die Zeitumstellung erfunden. Zack. Winterzeit. Das braucht kein Mensch. Sommerzeit. Und wer das Fass noch hält. Ich meine, es ist eine freie Meinungsäußerung. Der nächste sagt, oh nee, nur die Winterzeit. Nee. Morgens, ne? Ist mir das scheißegal. Abends will ich das hell haben. Übrigens, der Trick war, ich habe den Betonmischer geholt. Da sagt Fadi, soll ich da noch mit rüberkommen? Jetzt ist er da. War ganz einfach.
schon voll? Nee. Ein noch was? Muss noch ein bisschen was. Ein noch, ne? Ah ja, vielleicht zwei oder drei. Ach, da ist aber schwer heute. Wo ist denn das Tier? Im Regen? Ja, bei Helligkeit in Anführungsstrichen, bei Tageslicht, ne? Sieht doch gut aus. Heute ist das schon so ganz gut. Morgen ist es fest. Morgen kann man drauf rumlaufen. Also ein Hund wird es noch aushalten, aber der Qualitätsprüferhund ist gerade nicht da. Der Qualitätsprüferhund ist gerade im Regen. Hast du einen Regenschirm? Ja. Wir machen erstmal einen ruhigen Spaziergang. Ne, ihr sagt ja immer, wir sollen uns eine Auszeit gönnen. Machen wir. Der Hund steht da vorne am Tor im Regen. So, ich knie mich hier nochmal rein. Mir ist aufgefallen, ich hatte erst gesagt hier, oh, da ist das ja so platt. Nee, das ist Quatsch. Ich weiß es ja auch mal nicht besser, aber da könnt ihr das sehen, da kann man das so ein bisschen sehen, ne? Die sieht genauso aus. Also, nichts platt, alles gut. Kaputt, neue rein, weiter geht's. Das sehen wir allerdings im nächsten Video. Wenn ihr Lust habt, wir packen noch zwei Pakete aus. Zwei? Drei? Ach, weiß gar nicht genau. Ist auch egal. Wir packen noch ein paar Pakete aus im Anschluss und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, genießt das schöne Herbstwetter. Boah. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kommst nicht ran? Du bist aber gut ausgestattet. Halt, stopp. Halt, du hast ja auch schon das erste hast du schon um den Hals. Das hast du schon ein paar Tage getragen. Da hat Frauchen wieder vorgemuckt. Aus. Wir machen das ab. Du hast aber gerade einen mitgebracht, einen Ball aus der Küche. Aber diese sind nämlich so gut, weil die schwimmen. Die sind wirklich gut. Dadurch, dass sie die ja manchmal im Wasser, wenn sie ins Wasser springt, dann ja da manchmal auch vergisst. Und die dann oben schwimmen, ist das schon ganz gut. Uns haben ein paar Pakete erreicht. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und das eine war, was war das jetzt, von Werner? Ja. Werner hatte nämlich einmal das Halsband. Heiko? Heiko. Ach, Heiko. Hatte einmal das Halsband, das hat sie nämlich schon um. Einmal diesen schönen schwimmenden Ball. Dann haben wir hier dann noch zwei Taschenlampen. Dann sagt er, hier Taschenlampen gehen immer. Wenn ich das durchrechne, ich habe auch noch nicht auf jedem Träger eine. Das ist total cool. Die kannst du ja auch unterwegs noch auf dem Yadi-Lari machen. Ja, das läuft. Und dann? Guck, kann man nicht schön leuchten. Richtig. Aber das Halsband ist ja geil, oder? Boah. Ich habe mich gerade geblendet. Entschuldigung, ich bin gerade raus aus der Nummer. Ja, aber das Halsband übertrifft alles. Das Halsband in rosa ist das Beste. Und dann, und wofür war das noch? Was war da los? Wapgotyl. Wapgotyl. Wofür braucht der Mensch eigentlich Wapgotyl? Das ist doch dieses Alkoholzeugs für meinen Trägerführerschein sozusagen. Musst du dir doch noch auffüllen beim Zylon. Genau. Also, du. Habe ich mir ja beim Nachbarn geliehen. Müssen wir ihn noch zurückbringen, sozusagen. Also, einen Schluck davon. Ja, also Heiko, warte mal, jetzt muss er erst mal gucken. Da sind so viele Zettel dabei. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk, viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Und hier hat er geschrieben, kann gelesen werden. Danke für die klasse Vlogs und Streams. Mach weiter so und bleib gesund. Habe etwas für die etwas die Wunschliste abgearbeitet und zusätzlich zwei Taschenlampen beigefügt. Für Trecker, Auto und Hosentasche. Na, jetzt hast du aber ein Problem. Ne? Ja, hier und... Die sind geil. Die können in drei Richtungen leuchten, habe ich mal gesagt. Ich mache dir Licht, dann kannst du den da rausholen. Das wird nicht klappen. Oh Mann. Ja, jetzt muss ich ihm wieder helfen, ne? Du kleine Hosenscheißer, du. Wir lassen sie mal machen. Also, Heiko,
Vielen, vielen lieben Dank. Und gleich ist Abglanz weg. Ich kann ihn sehen, da. Der Trick ist, ich hole mir jetzt einfach einen neuen aus dem Karton und bin dann safe. Du bist eine Obergranate, ey. Das ist unglaublich. Hast du das gesehen? Sie dachte, sie holt sich mal eben kurz einen neuen aus dem Karton und ist dann wieder fertig. Oh Mann. Guck mal, Taschenlampe hatte schon gleich den Ersteinsatz. Mega cool. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Achso, und dann die Nieten sind nämlich farblich schwarz. Beim 900er habe ich hier so einen Riss und da habe ich mit so einem Lochband das gemacht und da wollte ich gerne mit schwarzen Nieten, das ist wieder aufgerissen. Da bin ich ja an den Zaun hängen geblieben, als ich nicht von der Koppel kam. Achso, als ich nicht von der Koppel kam, war es so, dass da dass das leer auf die Koppel gut raufging und voll war da so eine Sicke und dann... Sicke? Nein, so ein Loch. Und dann ist der Wagen nicht richtig rumgekommen mit der Lenkachse und dann blieb der immer vor so einem Baumstuppen hängen und dann ging's nicht. Oh, halt so. Dann haben wir noch eine Postkarte wieder von Klaus bekommen. Ja, Klaus, es tut mir leid, du bist kein Braunschweiger, aber du wohnst in Braunschweig, das haben wir verstanden jetzt. Er wohnt nur da. Ich komme genau, eigentlich aus Paderborn, aus, ne? Oder was hat er gesagt? Wolfenbüttel. Wolfenbüttel, Paderborn war da was, Entschuldigung. Aus Wolfenbüttel. Und ist wohl einer unserer ältesten Fans. Gruß Klaus. Vielen Dank, Klaus. Voll cool, ich habe mich wieder riesig mega gefreut. Cool, also weil Postkarten, das muss man ganz ehrlich sagen, sind wirklich sehr rar geworden. Stimmt, aber das ist weniger geworden. Wenn man mal so eine Postkarte bekommt und dann halt, wie gesagt, es sieht da total schick aus. Ja. Freut man sich umso mehr. Vielen, vielen Dank, Klaus. Wir haben uns wieder riesig gefreut über deine Karte. Sehr gut. Sehr schön. Dann, genau, Mike hatte das schon angekündigt. Er hatte mir schon mal ein Bild geschickt, dass das jetzt noch zusammen hier zusammen Poster wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Er hat da was designt und das dann, es ist quasi ein Dieselrost. Schnaggi-Familie. Und dann steht da drauf, Schnaggi-Familie, vielen, vielen lieben Dank. Mega geil. Mega cool. Sieht richtig schön aus. Denn wir... mutmaßlich erstmal da so aufhängen, da haben wir noch Platz. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht nochmal umhängen, wenn wir da drüben noch ein bisschen umbauen. Also absolut cool. Richtig klasse. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Top. Genau. Und dann. Dass sie sich immer einfallen lassen, ne? Es ist ja immer wieder was Neues. Also das finde ich echt erstaunlich. Und dann kam noch hier, und da bin ich mir immer nicht sicher, also ich kann auch vier gut gebrauchen, so eine Schalen. Ich glaube, manchmal stehen da auf der Wunschliste, also es gibt es eigentlich nicht, dass wir Sachen öfter brauchen als einmal, sag ich jetzt einfach mal. Oh, mein Hund. Aber da steht ja manchmal zweimal, dreimal, viermal, wird benötigt. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Manchmal, aber da kann man mehr benötigen. Aber mit denen, bei jeder Reparatur kannst du die Dinger mega cool gebrauchen. Und dann sind die ja doppelt magnetisch, dann müsst ihr ja das sogar da halten. Nee, es ist ja unfair, weil der eine Magnet und der andere, ja. Hey, mega aber cool. Aber die sind richtig genial. Ja, stand leider kein Name bei, aber schade. Super. Also, vielen, vielen lieben Dank für alles, was gekommen ist. Wir haben uns wieder mega gefreut. Ja. Und der Hund ihr seid hier, Wahnsinn. Der Hund noch viel mehr. Sie liebt diese Bälle. Ihr seid der Oberhammer. Also, vielen, vielen lieben Dank und dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.